753 aus Wien. Arrival LH253 from Vienna. Sanders? Hey, hallo Papa. Bist du wieder zurück? Ja, danke, mir geht's gut. Aber Mami liegt flach. Der Arzt ist gerade bei ihr. Ja, wieder die alte Sache, ne? Sie kam ja schon krank hier an. So, Assi. Das besorgst du bitte aus der Apotheke. Okay. Bis morgen. Ich bin schon alleine raus. Tschüss. Hallo? Ich weiß nicht, vielleicht hebt sie nicht ab. Ich gehe, glaube ich, lieber mal rein. Was soll ich denn sagen? Du möchtest sie sprechen. Noch was? Und sie soll dir einen Termin nennen. Okay. Telefon. Ich möchte dich gerne sprechen. Aber dann habe ich ihm gesagt, dass du krank bist und da wollte er lieber kommen. Und wann? Heute Abend. Ja, was soll ich denn nun sagen? Dass er kommen soll. Gut. Wien war wohl zu viel für den. Warum kommst du überhaupt schon zurück? Ich dachte, du wolltest 10 Tage bei Vera bleiben. Da war schon einer vor mir da. Bitte einen starken Kaffee. Du siehst etwas angebleicht aus. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Bin da durchgefahren. Dann ist das kein Fall für einen starken Kaffee, sondern ein Fall fürs Bett. Da du einen Brief möglicherweise ungelesen zurückschicken würdest, wollte ich dir das Wesentliche lieber selber sagen. Ich lebe seit einem Jahr von meiner Frau getrennt. Welche Chance habe ich in dieser Situation? Sage ich gleich, dass ich verheiratet bin, kommt deine Beziehung erst gar nicht zustande. Sage ich es nicht, riskiere ich, dass es so läuft, wie es jetzt gelaufen ist. Nur, dass ich in diesem Fall die Hoffnung habe, dir alles erklären zu können. Was sonst für mich spricht, musst du selbst wissen. Vera, bitte. Wenn es mir nur um ein Abenteuer gegangen wäre, hätte ich nicht so lange auf dich gewartet. Und ich wäre bestimmt nicht nach Wien geflogen, um dich zu sehen. Jetzt bist du dran. Na du? Die Post von heute, die andere liegt im Büro. Hallo. War wohl kein großer Erfolg? Ich habe Ludwig ins Bett geschickt, der konnte ja kaum noch stehen und Oma ist nicht da. Kannst du mir vielleicht helfen? Ich habe da eine Familienfeier und jetzt wollen die alle was zu essen haben. Du, aber ich würde gerne erst duschen.
Und dann auch nicht länger als eine Stunde. Ich habe nämlich noch was vor. Aha. Ja, warum bist du dann nicht gleich in Wien geblieben? Fehlt gerade noch, dass ich mich rechtfertigen muss. Herr Sonders, Sie müssen bitte zum Chef kommen. Ja, danke. Ich hätte gern den Mitarbeiter gesprochen, der uns die Richtigstellung der Polizei eingebrockt hat. Ja, bitte? Herr Dr. Sanders. Wo kommen Sie denn her? Ich denke, Sie schippern mit Ihrem Motorsegler im Mittelmeer. Das ist was schiefgelaufen. Ich fahre erst 8 Tage später. Fahrerlauf. Der Schollinger fährt am Wochenende zur Taufe seines Enkels nach Passau. Und was habe ich mit dem Wochenende von Herrn Schollinger zu tun? Darauf komme ich noch. Und als er mir von dem freudigen Ereignis berichtete, da hat er die Gelegenheit benutzt, darauf hinzuweisen, dass er von nun an als Großvater das Recht habe, älter zu werden. Mit anderen Worten, er trägt sich mit dem Gedanken, aufzuhören. Aber warum denn ein so vitaler Mann? Vielleicht will er das bleiben. Jedenfalls stellen Sie sich auf die Veränderung ein. Gelegenheit dazu haben Sie, wie angedeutet, am Wochenende. Auf dem Ball? Ja, genau. Da ist es nämlich Ihre journalistische Pflicht, den Chefredakteur zu vertreten. Ach, du dicker Vater. Seit einem Jahr arbeiten Sie bei unserer Zeitung, aber ich könnte nicht sagen, dass Sie in dieser Zeit gesellschaftlich groß in Erscheinung getreten wären. Oder liege ich da falsch? Na, ich bin kein großer Tänzer vor dem Herrn. Aber Sie haben doch eine charmante Frau, wenn ich mich recht erinnere. Ich fürchte nur, meine Frau wird verhindert sein. Bei den Reiseveranstaltern ist zurzeit Hochkonjunktur. Bei uns auch. Und zwar am Samstag auf unserem Ball in Darmstadt. Und nicht auf den Peloponnes oder sonst wo. Wir verstehen uns, ja? Es ist immer wieder dasselbe. Man soll nicht zur Arbeit gehen, wenn man Urlaub hat. Und jetzt geben Sie mir bitte den Pressesprecher. Tut mir leid, Herr Dr. Sanders ist in einer Besprechung. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Das ist ganz unbestimmt. Wiederhören. Wer war denn das? Eine Dame. Ihren Namen hat sie nicht genannt. Warum haben Sie mir das Gespräch nicht gegeben? Ruft sie noch mal an. Ich weiß nicht. In der Regel nehmen Sie keine Gespräche entgegen, wenn Sie nicht wissen, worum es geht. Ach, wollen Sie das entscheiden? Vielleicht weiß ich es ja. Weißt du, wo Ludwig ist? Nein. Der muss mich in die Stadt fahren. Ich kann bei dem Wetter ja nicht die Vespa nehmen. Ich habe gleich einen wichtigen Arzttermin. Probleme? Naja, ich weiß nicht. Wir wollen doch ein Baby und es klappt nicht. Da wird dir aber ein Arzt wahrscheinlich auch nicht viel weiterhelfen können. Ich will ja zu dem, der mir das Baby holen musste. Vielleicht hat er mir nach dem Unfall nicht alles gesagt. Frag ihn nur. Trombusch? Nein, ich habe nicht angerufen. Wieso sollte ich auch? Du würdest mir 1000 Gründe nennen. Warum du nur so und nicht anders handeln konntest. Du hast mir nur die Kleinigkeit verschwiegen, dass du verheiratet bist. Wie oft hast du betont, dass du alleine lebst? Weil unter solchen Umständen ein Mann für mich tabu ist. Martin, es gibt bestimmte Spielregeln. Die halte ich selbst einer Frau gegenüber ein, die ich nicht kenne. Und eben weil ich das wusste, Vera, wie konnte ich da etwas sagen? Gib mir doch die Möglichkeit, dir das in Ruhe zu erklären. Wie willst du mein Verhalten beurteilen, wenn du die Gründe nicht kennst, die dazu geführt haben? Bist du hier fair? Du hast es gerade nötig. Aber es sind ja immer die Unfairen, die Fairness verlangen. Was ist denn? Ludwig liegt im Bett und steht nicht auf. Entschuldige. Was soll das heißen, er steht nicht auf? Keine Lust, sagt er. Dann kann ich ihm auch nicht helfen. Wie komme ich jetzt zum Arzt? Ich meine, wir sollten die Dinge auf sich beruhen lassen. Ändern können wir sie sowieso nicht. Ein letzter Vorschlag. Ich bin heute um 21 Uhr am Oberwaldhaus. Dort können wir ungestört miteinander reden. Im Lokal geht sowas nicht. Und zu mir nach Hause wirst du ja wohl nicht kommen. Bitte gib mir noch diese Chance. Nein, Martin, ich sehe keinen Sinn darin. Das ist dann deine Sache. Wenn du meinst, dass du dahin kommen musst, dann musst du das auch tun. Gut. Das wär's. Könntest du mich vielleicht fahren? Gut. Wir fahren. Oh.
ist der Schlüssel. Stört es dich? Wieso sollte mich das stören? Es ist schön, wenn ein Mann nach Hause kommt. Ich sehe, geht's dir gut? Gut, wäre geschwindelt. Was sagt der Arzt? Das, was ich auch ohne Arzt weiß, dass so ein Malaria-Schub seine Zeit braucht. Kümmern wir uns nicht darum. Es ist schön, dass du da bist. Was kann ich dir anbieten? Danke, ich kann nicht allzu lange bleiben. Das klingt nicht gut. Wieso bist du überhaupt schon wieder aus Wien zurück? War die Konferenz so kurz? Ich war mit einer Frau dort. Das war fast zu vermuten. Gut, dass du heute gekommen bist. Sonst hätte ich versuchen müssen, dich zu erreichen. Was ich im Übrigen versucht habe. Aber deine allmächtige Sekretärin hat mich ja nicht durchgestellt. Würdest nur deinen Namen zu nennen brauchen. Wirklich? Wie dem auch sei. Unser amerikanischer Freund aus Heidelberg war hier. Er hat mich gebeten, ihn auf dem Presseball zu begleiten. Ich habe abgelehnt, weil ich nicht glaube, dass es gut ist, unser ehewidriges Verhalten zueinander öffentlich zu machen. Gehst du hin? Ich habe Dienst, quasi. Brigitte, als wir vor einem Jahr beschlossen haben, getrennte Wege zu gehen, um festzustellen, ob wir zwei noch eine Zukunft miteinander haben, da wussten wir, es könnte auch die Erkenntnis übrig bleiben, dass eine Trennung für immer daraus wird. Ich glaube, es ist fair, dir vorzuschlagen, dass wir beide nochmal von vorn anfangen. Und zwar jeder für sich. Wenn das deine Erkenntnis ist, meine sieht anders aus. Ich kann nicht gut allein sein. Ich könnte auch sagen, ich kann nicht ohne dich sein. So unterschiedlich fallen Ergebnisse aus. Es war ein Fehler. Ich hätte damals diesen Vorschlag nicht machen sollen. Aber als ich merkte, dass du ihn ernst nimmst, war es auch schon zu spät. Martin, man muss vergessen können. In jeder Ehe muss man das. Zum Fortbestand einer Ehe gehört Liebe. Oder zumindest das Bewusstsein, dass man sich braucht. Aber wo beides fehlt? Es ist so heiß hier. Du hast Fieber, mein Schatz. Nicht schlimm. Ich glaube, Assi ist gekommen. Bist du eigentlich nie auf den Gedanken gekommen, dass ich mich wehren könnte? Hingelegt. Sie fühlt sich nicht so gut. Hm. Oh, wir haben sie ja so lange nicht mehr gesehen. Das liegt aber nicht an mir. Du hast mir richtig gefehlt. Ja, mir hätte etwas gefehlt, wenn du mich ausnahmsweise mal nicht so charmant angepumpt hättest. Ach, du bist widerlich. Na, wie viel? Das Leben ist teuer. Oh, danke. Schöne Grüße an die Mami und gute Besserung. Tschüss. Tschüss. Na, vertragt ihr euch wieder? Er will sich scheiden lassen. Nein. Keine Angst, er ist es noch nicht. Du bist in Wien. Na, da bin ich auch gewesen, aber... War was? Wenigstens einer, der mal fragt. Ich glaube, ich kriege Ärger. Mit wem? Mit den Kindern. Ich muss mal mit dir darüber reden. Ja, komm rein. Ich bin da in eine Geschichte geraten.
Wo soll ich anfangen? Vermutlich damit, dass wir zu früh geheiratet haben. Heiraten mussten. Assi kam auf die Welt, da war Brigitte kaum 17. Es ging uns alles andere als gut. Wir verdienten unser Geld, wo sich gerade bot. Durch ihre Eltern war Brigitte dreisprachig aufgewachsen. Und diese Sprachkenntnisse setzte sie bei einem Reiseveranstalter um, der sie schließlich als Dolmetscherin überall mitnahm. Bis sie eines Tages so weit war, dass sie eigenverantwortlich Vertragspakete abschließen konnte. Mit Hotelgruppen, Feriendörfern, privaten Clubs. Sie entwickelte Urlaubsprogramme, die richtig gehende Renner wurden. War anfangs zuständig für Deutschland, später für Südamerika, dann Asien. Sie wurde Spitzenverdiener. Und wir konnten uns mit dem Erbteil ihrer Eltern ein Haus kaufen. Wir fanden, dass wir ein fabelhaft modernes Ehepaar sind. Ich bin auch mit vertauschten Rollen. Brigitte verdiente und ich promovierte und passte auf die Kleine auf. Natürlich waren die Wochen ziemlich triste, in denen sie in der Welt herumreist. Aber wir trösteten uns damit, dass es uns deshalb so gut ging. Naja, das funktionierte so lange, bis ich in meinen Beruf gefordert wurde. Meine Frau fehlte mir an allen Ecken und Enden und Assi musste in ein Internat, was heute noch ein halbes Vermögen kostet. Denn Brigittes Geld ging immer mehr für ihre eigenen Ansprüche drauf. Schuldzuweisungen folgten, wechselseitig. Wir drifteten auseinander. Meine Frau war in der ganzen Welt zu Hause, nur nicht bei mir. Naja, und wenn man so auseinanderdriftet und der Partner ist obendrein nicht da, dann finden sich andere Partner. Ich war ebenso wenig ein Mönch, wie sie eine Nonne war. Und so kam es, wie es kommen musste. Vor gut einem Jahr beschlossen wir, getrennte Wege zu gehen, um herauszufinden, ob unsere Ehe überhaupt noch eine Basis hat. Und dann kamst du. Natürlich wollte ich mit dir darüber reden, aber konnte ich das? Wo du dich immer wieder wie eine Schnecke in dein Schneckenhaus zurückgezogen hast? Ehrlich, ich weiß heute noch nicht, wie wir zueinander stehen. Mit Brigitte ist alles klar. Was noch fehlt, ist die amtliche Beglaubigung, aber es ist eine reine Formsache. Schließlich weiß sie so gut wie ich, dass unsere Ehe irreparabel ist. Aber nicht meinetwegen. Besprich es mit ihr, wie es ist, aber nicht im Hinblick auf mich. Allein der Gedanke an eine feste Bindung ist für mich unvorstellbar. Ich mag dich sehr, aber dabei muss es bleiben. Ich dräng dich zu nichts. Was werden soll, wird. Wir leben ja nicht im Mittelalter. Trinken wir noch ein Glas Wein da drin? Übrigens, dass ich ins Büro ging, um deinen Anruf nicht zu verpassen, hatte Folgen. Ich muss bei unserem Presseball die Honneurs machen, meinen Chef vertreten. Das ist aber nur dann keine lästige Pflicht, wenn du mich begleitest. Ich glaube, das wäre nicht so gut, so in aller Öffentlichkeit. Nein, eigentlich möchte ich das nicht. Mit meiner Frau gehe ich auf keinen Fall. Und allein? Ich kann doch nicht allein auf einen Ball gehen. Bitte, Vera. Wir müssen entscheiden, was wir tun. Mit Brigitte werde ich schon ins Reine kommen. Außerdem könnte sie wirklich verhindert sein. Woran denkst du? An meine Kinder. Sagt man sowas noch? Was denn? Ich liebe dich. Guten Abend. Guten Abend. Bitte sein. Dankeschön. Bitte sein. Danke. Wolinski, Post! Ja. Ich möchte den Sozialarbeiter sprechen. Sie kriegen Bescheid. Das ist überhaupt kein Problem. Das kann man sehr gut machen. Der ganze Raum bekommt dadurch eine betont lichte Note. Ja, hallo. Hallo. Was ist denn hier los? Du, das wird alles anders. Renovierte Räume vermitteln ein völlig neues Wohngefühl. Ja, das wird sein. Weißt du was von Ludwig? Er war gestern Abend nicht zur Arbeit und ich wollte ihn fragen, aber er war nicht da. Vielleicht ist das jetzt. Das Bett kommt an seinen alten Platz? Ja, aber ein anderes. Vielleicht haben Sie da ja eine bessere Idee? Ach, da gibt's schon Möglichkeiten. Ich darf sie mal skizzieren. Ja, oh. Also. Ludwig? Worum geht's? Hey, bist du mit dem linken Bein zuerst aufgestanden? Wo warst du denn gestern Abend? Ich hab da noch Urlaub, oder? Du sei bloß nicht aggressiv gegen mich. Ich hab dir nichts getan.
Okay, wenn du Urlaub machen willst, dann machst du Urlaub. Aber wenn du mir sagst, du kommst, dann rechne ich eben mit dir. Das ist ein Fehler. Man soll eben nicht mit anderen rechnen. Und das heißt? Im Klartext? Schluss mit dem Oberkellner. Aha. Und warum? Wegen Mutti? Das ist meine Sache. Das finde ich nicht gut. Was habe ich mit Mutti zu tun? Ich bin gestern Abend an meiner Erkenntnis schlauer geworden. Über wen lachen die Leute? Gestern Abend, wie ich nicht wusste, wo ich hin sollte, da bin ich in der Zirkus. Die haben gearbeitet, geflitzt sind die, einer für der andere. Der Meister hat sich der dumme August abgeblacht. So ein dicker, gutmütiger war das. Trainer haben die Leute über den gelacht. Er hat ihm helfen wollen und hat alles falsch gemacht. Und warum erzählst du mir das? Ludwig, du hast mir immer viel geholfen und dafür danke ich dir auch. Aber du hast es nie umsonst getan. Als wenn mir es ums Geld gegangen wäre. Wann bin ich denn da geblieben? Hä? Wann habe ich denn dann von morgens bis abends jeder aufgemacht? Jeden von euch? Habt ihr mich dafür etwa auch bezahlt? Sei so gut und lass mich allein. Für dieses Gespräch bin ich leider der falsche Partner. Oh. Tommy! Ich esse bei Oma. Hey! Ist das alles? Ja, komm doch rein. Entschuldigung. Ist was? Ich war eben bei Mutti. Sie lässt ihr Schlafzimmer renovieren. Ja und? Christa, klingelt's doch bei mir auf allen Leitungen. Die Ehebetten stehen abgeschlagen an der Wand und es sieht nicht so aus, als ob die wieder aufgestellt werden. Irgendwann muss sie sich von ihrer Vergangenheit lösen. Ja, natürlich muss sie das. Aber muss sie das gleich mit einem verheirateten Mann? Solange sie uns den Knaben nicht vorgestellt hat, können wir schwerlich mit ihr darüber reden. Was wir wissen, wissen wir allein von Ludwig. Ja, und der hat mir gekündigt. Mensch, ihr müsst ihr mal sehen, der ist völlig aus dem Leim. Nur was sollen wir da machen? Das ist eine Sache, die allein zwischen den beiden spielt. Chris, da muss doch was gelaufen sein, so verletzt wie Ludwig ist. Und da verstehe ich Mutti nicht. Bei Ludwig wäre sie doch bestens aufgehoben gewesen. Er ist rührend um sie bemüht, er hilft ihr geschäftlich. Der passt ihr her. Ja, was will sie denn noch? Na, vielleicht ein Mann fürs Bett? Mutti doch nicht. Na, als Konkurrentin möchte ich sie nicht haben. Also über Ludwig würde ich mir mal keine Gedanken machen, der läuft nicht weg. Wohin denn und wovon? Sein Bargeld hat er in Wien gelassen, seine Bankschulden sind noch nicht bezahlt. Die beiden werden sich aussprechen und dann kommt das wieder in Ordnung. Also das sehe ich nicht. Sei ruhig, Schwesterlein, ihr bleibt dir erhalten. Und was Vera betrifft, die sollten wir jetzt mehr beschäftigen, so in der Richtung. Ohne Mutter geht es nicht. Das ist die beste Therapie. Mütter, die helfen, sind glücklich und glückliche Menschen kommen nicht auf dumme Gedanken. Dein Humor, du. Sag mal, was hältst du davon, dass Vera eine erwachsene Frau ist und selber am besten weiß, was sie tut? Eben das bezweifle ich. Vera lässt sich nicht mit einem verheirateten Mann ein. Weiß der Teufel, wie der Typ sie in die Hand bekommen hat. Schließlich ist sie keine unvermögende Frau aus seiner Sicht. Komm, komm, komm. Dein Erbteil kann er dir nicht nehmen. Sie ist Universalerbin. Also irgendwas läuft da, aber das kriege ich raus. Drombusch? Peter! Von wo rufst du an? Ach so. Welchen Bescheid? Laut Anordnung vom Haftrichter und der Einwilligung des Staatsanwaltes bekomme ich den Rest meiner Zeit in dieser Nobelherberge hier im offenen Vollzug zugebilligt. Was? Ja, langsam. Was nur unter der Bedingung geschieht, dass ich in eine Entziehungskur einwillige, zu der ich umgehend anzutreten habe. Zunächst in einer geschlossenen Anstalt. Eine psychiatrische Anstalt ist kein Gefängnis und aus der kommst du raus. Du musst das als Arzt sehen, dann geht die Zeit schneller vorüber, als du denkst. Außerdem darfst du dann häufiger Besuch haben. Na, siehst du. Den Antrag stelle ich. Mhm, bring ich dir mit. Den rufe ich an. Du, Peter? Ich liebe dich. Tschüss. Musik
Vera? Schinkenplatten, ein Tortenbrie und drei Liptower. Ludwig, lass uns nicht doch wieder helfen. Komm, sei keine Pfeife. Zieh dich um und alles wird gut. Marion, mach mir bitte die Abrechnung. Das musst du mir schon zweimal sagen. Hier wird es nichts mehr. Nicht mit Vera unter einem Dach. Ich schaff das einfach nicht. Und wenn ich mir vorstelle, dass ein anderer hier eines Tages was zu Sarah hat und mir den Stuhl vor die Tür setzt. Da bin ich ja auch noch da. Ja, wo soll ich bleiben? Ich muss da irgendwo hingehören. Hast du denn einen Job? Zunächst bin ich immer unter und bin nur ein Mensch. Dann raus hier. Ludwig, wenn du weggegangen bist, hast du noch immer einen Klops gedreht. An dem letzten stotterst du jetzt noch ab. Passiert nichts. Ich habe meine Oldie verkauft und damit kann ich meine Schulden bezahlen. Und dann bin ich ein freier Mann. Sozusagen vogelfrei. Sei lieb, es wird Zeit für mich. Wir müssen mit Mutti reden, sonst ist Ludwig weg. Mutti? Ich kann nur im Schlafzimmer sein. Such ihr mich? Hoppla! Zitat, ich bin noch genauso schön wie früher, nur dauert es eben alles ein bisschen länger. Ich bin richtig ein bisschen aufgeregt. Entschuldigt? Hallo. Oh, du siehst aber wunderbar aus. Komm, lass uns ab. Geht jetzt nicht mehr. Darf ich dir meine beiden Kinder vorstellen? Das ist Herr Dr. Sanders. Das ist Marion, das ist Chris. Freut mich. Guten Abend. Guten Abend. Wo ist Tommy? Der übt. Oder er ist gerade weg. Tja, ich glaube, wir sollten. Ja. Schönen Abend für Sie. Ich komme wieder. Aber nicht so, wie ich fortgegangen bin. Mein Motorsegler ist nur klein, aber dafür sind wir zwei auch für uns. Ganze drei lange Wochen. Da ist es aber ganz schön einsam. Wir haben alles, was wir brauchen. Wenn wir wollen, segeln wir irgendwo an Land. Das ist noch ein Stück Abenteuer. Noch ein Stück Freiheit. Hm? Segelst du schon lange? Seit ich meinen Urlaub allein verbringen muss. Wir haben den falschen Turn. Für Brigitte bedeutet Urlaub immer das Bett zu Hause und für mich bedeutet Urlaub immer raus. Da habe ich mich eben mit einem flotten Segler getröstet. Auch mit flotten Mädchen? Das auch. Komm noch mit. Lass mir noch ein bisschen Zeit. Das mit Wien weißt du. Was einmal passiert, das zählt nicht. Aber so ein enges Segelboot, das ist ein Bekenntnis. Und so weit bin ich noch nicht. Wovor hast du Angst? Auch vor dem Wasser. Wir können das alle mal gerne haben. Jetzt haben doch die Damen ihr Thema.
Glaubst du, dass seine Frau krank ist? Na, wenn er sagt. Wenn ich die beiden so sehe. Ich sag's gleich an. Sehen Sie mal, wer da kommt. Sagten Sie nicht, dass Ihre Frau krank ist? Sie ist es. Guten Abend. Schön, Sie zu sehen. Wir haben Sie schon vermisst. Willst du uns nicht vorstellen? Meine Frau, Frau Drombusch, Colonel Breitley, Herrn Frau Weikert. Wollen wir schon. Guten Abend. Guten Abend. Mein Mann und ich wollten unserem amerikanischen Freund den Ball ermöglichen. Deshalb haben wir uns heute getrennt. Die Sache mit der Erkrankung sollte die Überraschung tarnen. Dann geht's dir wohl besser. Es geht mir fabelhaft. Meine Herrschaften, darf ich Sie nach nebenan bitten? Dort bekommen Sie die besten Plätze. Einer davon steht besonders Ihnen zu. Sehr verehrten Damen und Herren, darf ich die Kunstbeflissenen unter Ihnen... Wie konnte das passieren? Ich schwöre dir, sie ist kränker, als sie vorgibt. Diese Malaria-Anfälle kenne ich seit Jahren. Und wenn schon. Das war ein gezielter Auftritt, ein kalkulierter Eklat. Und du sagst, eure Ehe ist nur eine Formsache. Das war die Abmachung vor einem Jahr. Ich weiß nicht, was sie sich davon verspricht. Stehe ich denn jetzt da? Ich bitte dich. Ich will nach Hause. Bitte behalte die Nerven. Später nach irgendeinem Tanz verschwinden. Wir geben den Leuten doch nicht auch noch recht. Komm. Tommy! Spielt ihr jetzt? Ja. Und darum der besondere Platz. Komm, das ist nur Lampenfieber. Haben wir heute drei hoffnungsvolle Nachwuchstalente gebeten, für uns zu spielen. Es sind die Stipendiaten der Akademie für Tonkunst. Und zwar Tobias Masin Klavier, Imke Lagemann Cello, Thomas Drombusch Geige. Sie spielen für uns das Klaviertrio G-Moll von Clara Schumann, Opus 17, erster Satz, Allegro Moderato. Da heißt es immer, mit der Jugend von heute ist nichts mehr los. Ich sage immer, man sollte den jungen Leuten viel mehr zutrauen. Gehen wir? Ja, wir sollten gratulieren. Na, ist doch ganz gut gelaufen. Ja. Und du, kommst du noch mit? Nö. Okay, tschüss. Tschüss. Toll hat das Spiel. Wunderbar. Danke. Danke schön. Mein Kompliment. Tommy, ihr habt so schön gespielt. Spar dir das. Lässt du uns bitte allein? Mhm. So, und jetzt sagst du mir, was los ist. Bitte. Du hast Onkel Ludwig rausgeekelt, damit der andere rein kann. Ach.
Und das weißt du genau. Da brauchst du nur das Schlafzimmer anzusehen. Wo ist denn Vatis Bett? Ich hasse dich. Lieder aus meiner Heimat. Oh, das müssen unbedingt wir zusammen tanzen. Darf ich bitten? Oh, tut mir leid, diesen Tanz habe ich meinem Mann versprochen. Sprichst du dir von diesem Auftritt? Es war eine einzige Peinlichkeit. Du würdest dich nur bitten brauchen, mitzukommen, so wie sich das für solche Bälle gehört. Dass du in Wien treibst, kann ich nicht verhindern. Hier bin ich deine Frau. In aller Öffentlichkeit. Und bleibe ich auch. Das ist eine juristische Frage. Wir leben seit über einem Jahr getrennt. Und das ist beweisbar. Umso wichtiger war es für mich, hierher zu kommen. Und du bist sicher, dass das gut geht? Du fieberst, du gehst ins Bett, meine Liebe. Könnte dir so passen, dass ich zu Hause im Bett liege, während du dich hier amüsierst. Also, was es mich schon gar nicht mehr gibt. Wenn ich abtrete, dann donnert es. Sagte der Blitz und schlug ein. Du nicht. Doch, ich... Das schaffst du doch nicht. Ich bin Arzt. Oh mein Gott. Würden Sie mir bitte helfen? Sie kommt schon wieder zu sich. Aufs Sofa. Entschuldigen Sie, meine Faust ist zusammengebrochen. Oh, das tut mir leid. Ich muss Sie nach Hause bringen. Ist das schlimm? Kreislauf. Ein Arzt ist bei ihr. Über Alkohol. Die Luft hier, das musste ja so kommen. Sie liebt dich, weißt du das? Ich fürchte, wir werden damit leben müssen. Bringst du mich bitte raus? Ich rufe dich später an. Es fort und kann finish in der Dash. Guten Abend. Fehlt Ihnen was? Bitte? Warum sitzen Sie denn hier? Mein Schiff ist fort. Hier können Sie aber schlecht bleiben. Und wo soll ich hin? Meine Frau ist mitgekommen. Mit der Tasche, mit dem Geld, mit der Pässe und allem. Und ich sitze hier mit dem Gepäck. Alles wegen dem blöden Wasser. Wie sie einsteigt, fällt ihr plötzlich ein, das Wasser wäre vielleicht im Bad nicht abgestellt. Meine Tochter, die uns verabschieden wollte, hört es, rennt zum nächsten Telefon, um die Nachbarin zu fragen, die Blume gießt. Sie lässt mir die Engelscher da. Kommt und kommt nicht wieder. Und ich guck schließlich zu, wie das Schiff ablegt. Ja, wo sollte ich dann hin mit den Kindern? Von Ihrer Tochter konnten Sie sich das Geld nicht geben lassen, damit Sie sich ein Taxi nehmen können. Bis zur nächsten Anlegestelle. Ich weiß nicht, ob Sie verheiratet sind. Aber nach so einem Krach nehme ich kein Pfennig. Welche so einer Kopflosigkeit. Und das Schlimmste, meine Frau ist auf dem Schiff und ich habe die Tablette gegen das geschaukelt. Was macht die arme Person jetzt? Ohne die Tablette wird er dauernd schlecht. Also die ist gerade im Stand und verlässt an der nächsten Station fluchtartig das Schiff. Wie sollen wir uns je wiederfinden? Also das kann ich Ihnen sagen, Herr Wachtmeister. Wenn wir wieder mal einen Ausflug machen, bleiben wir daheim.
Kommen Sie, mehr bringen Sie hin. Ja, aber das ist doch... Wir haben schon in ganz andere Fälle geholfen. Meine Herren, ich danke Ihnen. Auch im Namen meiner Frau. Ich werde Ihr Verhalten gebührend zu würdige wissen. Wo bist du denn jetzt? Noch dort. Das tut mir leid. Was soll ich machen? Ich kann Sie doch nicht einfach in diesem Zustand hier liegen lassen. Zumindest hoffe ich, dass Ihr Arzt bald nach Hause kommt und diesen dämlichen Anrufbeantworter abschaltet. Ja, ich auch. Morgen am Spätvormittag starte ich nach Barcelona. Dort setze ich mit der Fähre nach Palma über. Und in Porto Cristo liegt meine Circe vor Anker und wartet auf mich. Und du lässt dich nicht erweichen. Wie Kinder reagieren, das ja vorhin gesehen. Kinder verstehen ihre Mutter als Frau ebenso wenig, wie Männer eine Frau als Mutter verstehen. Aber den Knoten musst du selber lösen. Ich weiß, du bist eine artige Frau. Gute Nacht. Artige Frau. Das bleibt drauf. Das sieht so albern aus. Wann kommt Assi? Ich weiß es nicht. Gehst du jetzt? Nein. Danke. Und ist diese Beklemmung immer noch da? Das ist das hohe Fieber. Es geht aufs Herz. Soll ich nicht doch lieber den Notarzt rufen? Das können wir doch immer noch tun. Oder gehst du? Nein. Ich liege drüben auf der Couch. Wenn was ist, brauchst du nur zu rufen. Wie in alten Zeiten. Morgen, Papa! Aufstehen! Hey, du! Was hältst du vom Frühstück? Morgen. Wie geht's, Mama? Besser. Okay, ich komme. Okay. Na? Ich hab Papa jetzt geweckt. Fehlt noch was? Mm-mm. Wann bist denn du gestern nach Hause gekommen? So 12:30 etwa. Warst du im Wohnzimmer? Nein, ich bin gleich rauf. Wieso? Aber du hast gemerkt, dass Papi da war? Natürlich. Er hat mich nach Hause gebracht. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Na, wie ich höre, geht's dir besser? Nur noch leichtes Fieber, nicht der Rede wert. Hast du gut geschlafen? Danke. Und diese Beklemmung? Völlig weg. Na, wie schön, da bin ich ja hier nicht mehr gefragt. Von wegen. Glaubst du, ich habe das Frühstück hier umsonst gemacht? Papi meint, hier im Zimmer ist er nicht mehr gefragt. Und schließlich geht's mir auch schon wieder ganz gut. Ich möchte sogar mittags aufstehen und einen Spaziergang mit dir machen. Wie kommst du denn darauf? Ich wüsste nicht, was mich veranlassen könnte, mit dir einen Spaziergang zu machen. Im Gegenteil. Nach deinem gestrigen Auftritt muss ich dich fragen, wie du dir vorstellst, dass es weitergehen soll. Schließlich haben wir eine Verabredung miteinander, dass wir im Falle einer Auflösung unserer Ehe in beiderseitigem Einverständnis auseinandergehen, was nach einem Jahr der Trennung problemlos möglich ist. Ich verstehe nicht, wie du auf das Ja kommst. Das stimmt weder so noch so. Bekanntlich gilt so ein Trennungsjahr nicht mehr, wenn eine Versöhnung der Beteiligten stattgefunden hat. Willst du damit etwas sagen? Das ist der juristische Tatbestand. Und den faktischen Tatbestand kann ich beweisen. Wir haben zusammen getanzt. Du hast mich nach Hause gebracht, du hast bei mir geschlafen und... Auf der Couch, wo Assi mich eben geweckt hat. Nachdem du umgezogen bist, natürlich. Was sich angesichts meines leicht fiebrigen Zustands von selbst versteht. Assi? Ja, wenn Mami das sagt. Jeder hat gesehen, dass du zusammengebrochen bist. Und der Arzt doch weiß genau, was mit dir los war. Der Arzt weiß gar nichts. So ein kleiner Kreislaufkollaps ist keine Sensation und keineswegs ein Hinderungsgrund, sich auszusöhnen. Somit kann also von einem Trennungsjahr keine Rede sein. Es sei denn, das Jahr beginnt jetzt.
Und da ich mich nicht scheiden lassen will, wirst du schon 3 Jahre warten müssen. Und so lange hat eine deine ewig Lieben noch nie gedauert. Hätte ich das geahnt, hätte ich dich lieber vom Taxifahrer hier abliefern lassen. Ach, ist das gemein. So gemein ist das? Die große Liebe war es nicht mehr, aber bis heute hatte ich wenigstens Achtung vor deiner Mutter. Was hast du denn gedacht? Dass du nach 18 Jahren deinen Hut nehmen kannst und ich reich dir noch deinen Mantel zu? Glaubst du, er kommt zurück? Ich weiß es nicht. Ich habe vielleicht Fehler gemacht. Aber andere machen sie auch. Wenn du auch im Namen von Chris sprichst, dann ist das wohl eine offizielle Anmeldung. Also zunächst einmal, ich bin vormittags zu Hause. Und wenn ihr mich sprechen wollt, dann ist das ein Wunsch, der sich durchaus auch mit meinem deckt. 11 Uhr? Ja, ja. Bis dahin. Bitte? Tommy ist bei Oma. Es ist lieb, dass du mir das sagst. Ja, danke. Liebe Vera, aus begreiflichen Gründen kann ich nicht länger hierbleiben. Wenn ich ohne Angabe eine Adresse abreise, so deshalb, weil ich nicht dein Mitleid möchte. Mitleid habe ich nicht gewollt. Ich bin maßlos enttäuscht. Du hast... Liebe Vera, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich wollte dir in Wien nicht wehtun, aber ich kam mir so gedemütigt vor. Statt eine Liebe zu finden, bin ich zu einer komischen Nummer geworden. Zu einer Witzfigur. Den kannst du doch nicht ernst nehmen. Der läuft doch hier auf Rollschuhen. Der Mann ist ja keine richtige Kellner. Der ist eine komische Nummer. Was habe sie da eben gesagt? Ich? Ich habe gesagt, Sie mit Ihrem dicken Bauch, Sie sind eine richtige komische Nummer. Das ist kein Kunststück. Wenn einer das so will, ist jeder von uns eine komische Nummer. So wie Sie zum Beispiel. Oh. Merken Sie jetzt, wie lustig das ist, eine komische Nummer zu sein? Also sowas ist mir ja im ganzen Leben noch nicht passiert. Sag mal, was sagst du denn dazu? Was ist denn hier los? Der Steward hier ist tätlich geworden. Der hat den Herrn einfach umgerannt. Guck mal, wie ich aussehe. Und hier alles. Mein Mann hat nur harmlos Witze gemacht. Wie ein Stier ist er auf los. Verschwinden Sie hier. Der Mann ist nur zur Aushilfe im Service, wegen einem plötzlichen Krankheitsfall. Danke. Lassen Sie sich Ihre Papiere geben. Und an der nächsten Station gehen Sie von Bord, nachdem Sie das hier bezahlt haben. Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Wer ohne Licht, kann nicht mehr fallen. Tut mir leid. Aber ich mache wenigstens mal Spess auf meine Kosten. So, ihr Lieben, jetzt kann's losgehen. Was habt ihr mir zu sagen? Die Sache ist die, versteh das recht, Vera, wir wollen nicht in dich dringen oder dir irgendwelche Vorschriften machen. Wie kämen wir auch dazu? Auf der anderen Seite möchten wir auch nicht so gerne vor der Tür stehen. Wir wissen zwar nicht, was es da in Wien gegeben hat, aber wenn ich einen Verehrer bereits im Hof erwartet und Ludwig daraufhin seine Koffer packt, dann fragen wir uns natürlich, was ist da gelaufen. Und dabei vergesst ihr, was Höflichkeit und gutes Benehmen ist. Zum Beispiel Herrn Dr. Sanders gegenüber. Ich kam mir ganz schön blöd vor. Mutti, vielleicht fühlten wir uns etwas überfahren. Wir hatten ja keine Ahnung, dass das ein Freund von dir ist. Wir wussten nur, dass er verheiratet ist. Und da waren wir natürlich ein bisschen verwundert. Ja, was erwartest du von uns? Du erzählst uns kein Wort über diese Beziehung, aber gleichzeitig lässt du das Schlafzimmer renovieren und Vatis Bett rausschmeißen. Ja, bitte weiter. Kein Mensch kann irgendwas dagegen haben, wenn du dir einen Freund suchst, mit dem du dich gut verstehst. Aber du bist nun mal eine Frau mit eher altmodischen Wertvorstellungen.
Ich meine, du hättest uns ja wenigstens mal was sagen können. Oder andersherum, wenn sich eine Frau in deinem Alter mit einem verheirateten Mann einlässt, was für Absichten stecken bei dem wohl dahinter? Ich meine, lässt er sich scheiden? Kommt er hierher? Entschuldige, aber das alles kann uns ja schließlich nicht gleichgültig sein. Sag nur, dass ihr Verantwortung für mich empfindet. Natürlich. Ja, natürlich empfinden wir die. So. Dann muss ich euch allerdings fragen, wo war diese Verantwortung gleich nach Fatis Tod, als ich Abend für Abend hier alleine saß und mir die Decke auf den Kopf fiel, bis ich schließlich in den Nachtdienst flüchtete. Als ich euch helfen wollte und nicht durfte. Ihr habt mich zu euch kommen lassen, aber immer schön auf Armeslänge von euch entfernt. Oh, Vera, nein, ihr müsst jetzt gar nicht durcheinander schreien, das war wahrscheinlich sogar richtig. Denn es geht ja um euch, um euer Leben. Und da haben weder Mütter noch Schwiegermütter was drin verloren. Aber jetzt mal umgekehrt, habe ich nicht die gleichen Rechte? Recht auf mein Leben und darauf allein zu entscheiden, wie ich es verbringen möchte, wo. Ja, und übrigens auch mit wem. Und wenn ihr auf Fati verweist, mit der Erinnerung allein kann man nicht leben. Aber was das Andenken anbelangt, wart ihr einmal an Fatis Grab? Habt ihr einmal dort die Blumen gegossen? Also bitte keine falschen Töne und vor allen Dingen keine Moralbegriffe, die ihr nicht eine Stunde lang für euch in Anspruch nehmt. Denn sicher hat Daniel einen Vater ebenso nötig wie du einen Freund. Aber wer will hier aufwiegen, wo er doch selbst gewogen wird? Geschieht euch ganz recht. Ihr seid doch sonst so heutig. Warum nicht bei mir? Ich habe ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann. Bitte. Ist das ein Grund, um gleich davonzulaufen? Ich habe mein Leben lang immer brav getan, was ich tun durfte. Und ich denke, in meinem Alter habe ich auch das Recht zu tun, was mir Spaß macht. Und was ich verantworten kann. Und nicht ihr. Finde ich toll. Bei aller Liebe zu euch. Aber es kann doch wohl nicht der Sinn des Lebens sein, die Mutterrolle zu spielen, bis ans Grab. Mütter sind keine geschlechtslosen Engel. Auch in meinem Alter braucht man jemanden, an den man sich mal anlehnen kann. Bei dem man Zärtlichkeit empfindet. Der einem gegen das Alleinsein hilft und sagt, ich mag dich. Ja, ich mag dich. Aber vielleicht hätte ich das früher auch nicht verstanden. Was war denn los? Matt? Hallo. Na, so eng ist das Boot wiederum nicht. Eigentlich. Warte mal. Ich will dir noch was mitgeben. Was heißt hier Risiko? Ob mit einem verheirateten Mann, einem geschiedenen Mann oder mit einem Junggesellen. Wenn zwei Menschen sich miteinander einlassen, dann ist das immer ein Risiko. Entschuldigung, Oma. Oder hat das bei euch gleich von Anfang an geklappt? Na, ob's hier klappt? Nach fast 30 Jahren den Partner zu verlieren, das ist keine Kleinigkeit. Manche überwinden es nie, bleiben ein Leben lang allein, weil sich auch keiner findet, den man noch mal lieb haben könnte. Siegfried hat sich in seinem Abschiedsbrief gewünscht, dass eure Mutter nicht allein bleibt. Und das schließt ja auch die Suche ein. Vera hat noch einmal jemanden gefunden. Ihr ist es noch einmal passiert. Und das ist doch das Schönste, was ihr widerfahren konnte. So, ihr Lieben, bis dann. Gehst du weg? Ja. Hey, was soll denn das? Ferien. 3 Wochen Urlaub. Mittelmeer. Tschüss. Ich glaube, es geht los. Das muss ich sehen. Großartig. Mir ist da noch etwas klar geworden. Nach Sigis Tod habe ich mich immer nur mit dem beschäftigt, was gestern war. Aber seitdem ich Martin kenne, bin ich wieder neugierig auf das, was morgen ist.